Hallihallo, willkommen zu einem neuen Vlog. Na, ich sag willkommen zu einem neuen Vlog. Genau, und heute geht's ins Toverland. Da freuen wir uns drauf. Ja, freuen wir uns. Auf den neuen Themenbereich und das neue Restaurant. Ob die Achterbahn gut wird, ich weiß ja nicht. Der Kevin hat schon totale Zweifel, aber wir werden natürlich, also ich persönlich, Kevin geht nicht mehr neutral an die Sache ran. Ich gehe neutral an die Sache ran. Ich habe mich nicht spoilern lassen. Ich wusste vor 2 Tagen erst, dass da noch so ein Themenbootsfahrt ist. Keine Ahnung, weil ich mich überraschen lassen möchte. Es gibt Leute, die haben schon alle möglichen Zeugs durchgemacht, aber nein, das ist nicht mein was ich machen möchte. Vivi hat wirklich nichts gesehen. Ich habe mir schon ein paar Sachen angeschaut und ich weiß, dass der Themenbereich auf jeden Fall cool ist. Und ja, wir lassen uns einfach überraschen. Genau, wir gehen jetzt einfach hin, wir sagen es. Es werden ziemlich coole Leute da sein. Ja. Willi ist am Start, die Monkos sind am Start, der Ben ist am Start, Funfair Block ist am Start, Lars. Moritz ist am Start. Moritz ist am Start, Kirmes. Markus ist am Start. Kirmes Markus ist auch am Start. Und noch ganz viele andere, die wir nicht alle vergessen wollen hier im Vlog. Auf jeden Fall sind ganz viele coole Leute am Start. Und da sind wir mal gespannt, wen wir da alles treffen. Also, bis gleich. So, wir sind da angekommen. Hier ist so eine kleinere Schlange. Aber man muss überlegen, ein Treffen schon macht das Ding auf. Wer weiß, wie lange die Schlange später wird. Troy macht schon Testfahrten. Ich glaube, der neue Eingang. Ist das der neue Eingang? Das ist nicht der neue Eingang. Nein, das ist der Weg zum neuen Eingang. Der Weg zum neuen Eingang. Wie romantisch. Da bin ich echt mal gespannt, wie das dann aussieht. Und jetzt müssen wir, ich glaube, da lang. Oh, Halleluja. Bin ich mal gespannt, wie das heute wird. Oh mein Gott, wir gehen rein. Ja, was du gerade hast, hier, Bibi. Das Tor ist aufgegangen. Ja, und jetzt müssen wir alle kennen. Genau, wir müssen uns so Eintrittskarten holen. Ich finde, dass der Eingang ziemlich weit vom Parkplatz weg ist. Ja, wollen wir mal weiter vorgehen? Sonst ja. Da findest du das nicht, dass der Eingang sehr weit vom Parkplatz weg ist? Ja, finde ich auch. Also, wir werden jetzt einfach zum Eingang gehen, uns Tickets holen und dann geht's hoffentlich aber gleich so auch rein. Aber so kann man das genießen, ins Toverland zu gehen. So, oh, aber man sieht da Gebüsche. Und man hat eine schöne Aussicht auf Troy, weil die Seite kannte man gar nicht vorher. Also schon, aber anders. Man müsste, hätte da extra hingehen müssen. Hammer. Wege. Man kann mehr Aufnahmen machen. Mehr Aufnahmen. So, wir haben es dann auch mal geschafft, nachdem die Kasse abgestürzt ist. Genau, die Kasse. Und nachdem die Parkgebühren um 10 Euro erhöht worden sind, statt 7 Euro vorher, warum auch immer, kostet immer so viel im Efteling. Und man muss ehrlich sagen, dass hier natürlich viel weniger steht. Ich weiß nicht, ob sich das so wirklich lohnt. Naja, okay, lass uns drüber streiten. Ich glaube, es war halt die alte Parkgebühr war 7 Euro oder so. Ich finde das schon teuer. Ich finde es heftig. Ist ziemlich teuer geworden, nur weil eine neue Achterbahn dazu gekommen ist beim Parken. So. Also der normale Parkeintritt ist auch ein bisschen teurer geworden, aber das finde ich noch vollkommen in Ordnung. Aber das Parken 10 Euro ist echt heftig. Ja, finde ich auch. Ja, und wir haben jetzt Papiereintrittskarten bekommen, jetzt warten wir noch auf die Monko. Man hat noch nicht mal ordentliche Eintrittskarten. Das sind einfach nur so ein Kassenzettel, den man hat. Hammer. Nichts Schönes drauf. Nee. Aber einen Parkplan haben wir bekommen mit der neuen Achterbahn. Der sieht cool aus, auch von hinten sieht er nice aus. Mega. Und generell hier der ganze, hier ist ja der Kassenbereich. Und hier ist ja dann die Schleuse quasi, wo es in den Park geht. Und da haben sie auch noch was Kleines aufgebaut. Also wird doch noch ein bisschen was sein heute. Ich dachte nämlich, dass da jetzt erstmal nichts passiert mehr. Aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was die jetzt hier noch machen. Thank you.
jetzt im Park drinne. Die wollten unsere Tickets schon einlösen und ich so, nein, da ist das Park noch drauf. Ich sehe, die sind da gar nicht ganz fertig hinten. Hammer. Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal eine nice Fahrt hier machen, hoffentlich. Die Eröffnungsshow, die war schon Hammer, die hat mir sehr gut gefallen. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie das nochmal machen, weil die haben das ja vor 2 Tagen schon gemacht. Da gab es ja diese VIP-Eröffnung. Und das war, glaube ich, soweit ich weiß, die genau selbe Show, aber ziemlich cool. Haben sie schon gut gemacht und jetzt fahren wir eine Runde. Juhu! Phoenix! Hab ich gerade schon gesagt. Phoenix! Genau. Also wir stehen jetzt hier an. Wir haben am Ende wieder zurückgefunden. Und hallo. Hi. Und ja, man muss wohl sagen, man Phoenix fährt das jetzt nicht. Also wir haben nicht zu sehen. Hammer. Ja, ein Zug da. Und ich habe gerade überhaupt was gesehen. Bäume. Genau an der Stelle, wo Bäume sind, ist dann der Zug. Finde ich super. Aber da, wo eigentlich Bäume sein sollen. Aber das ist der Vorführeffekt. Nee, jetzt sollte die Bahn eigentlich fahren. Jetzt fährt sie nicht. Wie lustig. Ich habe mir vor, die den ganzen Tag ausfallen. Hammer. Schade. Wäre schade. Tja. So, wir stehen jetzt hier knapp eine halbe Stunde schon rum und eben gerade haben wir die Information bekommen, dass Phoenix eine Störung hat. Und ja, wir wissen gerade gar nicht, was wir machen sollen. Ist halt ein bisschen blöd für den Park, wenn die Attraktion nicht läuft, für die man hierher gefahren ist. Und wir haben auch sehr spät erst die Information bekommen, dass Phoenix eine Störung hat. Problem in Phoenix. Also ab zum Phantasialand. Bisschen Taron fahren. Naja, Taron, Chiapas und River Coast. Das ist immer besser. Ja. Wir haben keine Ausfälle. So, wir werden jetzt die Q-Line verlassen. Das macht irgendwie keinen Sinn, weil wir immer noch nicht genau wissen, was so das Problem daran ist. Ja, technische Störung, aber was für eine technische Störung, wissen wir nicht. Und so lange ist die Q-Line auch nicht. Also, schauen wir mal. Die ist nicht so geil wie ein Fritz-Drill. Und hängiger. Hängiger? Ja. Wir werden jetzt zu Merlins Quest gehen, weil das andere einfach, Kevin hat es ja gerade schon gesagt, viel zu lange dauert. Und ja, hier sind zwar auch Wartezeiten, aber die Bahn fährt zumindest. Das ist schon mal was. Mehr als bei den anderen. Seht ihr das? Nee. Es gibt kein Disneyland-Video. Wie bitte? Es gibt kein Disneyland-Video? Nein. Das kommt dann zum Jahrestag von Avalon, kommt da draus. Genau. Zum Jahrestag der Monkus. Zum Jahrestag von Disneyland. Genau, der Willi ist auch noch schon was. Hallöchen. Hallöchen. Kann ich vorgestellt hier? Nee. Hallo!
Der Dark White Part war mega. Ja. Und sonst? Die Fahrt dauerte 11 Minuten so ungefähr. Es war schön. Also Dark White Part hätte ich überhaupt nicht gedacht, dass der wirklich so gut thematisiert ist. Und die Fahrt selber, ja, ist okay. Ist super. Mal schauen, wo die anderen jetzt sind. Geradeaus sind die lange. Geradeaus. Phoenix fährt leider immer noch nicht. Es ist schon ziemlich blöd. Das ist halt so, wenn man Bahnen sehr schnell eröffnen will, nicht genügend Testfahrten macht. Keine Ahnung, bist du dir sicher, dass die es nicht haben? Ja, schau doch mal, wann haben die angefangen zu bauen? Die Bahn ist jetzt innerhalb von einem Jahr, noch nicht mal ein Jahr entstanden. Ja. Zu Halloween war noch nichts zu sehen von der Bahn. Ja. Ist halt immer blöd, wenn man nicht lang genug testet. Ist halt immer ärgerlich, gerade für Leute, die den Vollpreis zahlen, so wie wir. Ist halt nicht geil. Mal schauen, ob es da noch irgendwas rauszuholen gibt später, wenn Phoenix wirklich den ganzen Tag down bleibt. Und hier filmen die Monkos gerade, wie schön ist das. Wie gut die Fahrt war. Wir standen genau da vorne, so, wo jetzt das Ende von der Pins ist. Da standen die noch bis da hinten. Wie fandet ihr denn den Dark Ride? Wunderschön. Also wenn das Tauwallamann mal einen vollwertigen Dark Ride machen würde, dann würde das super werden. Mega geil werden. Fand ich auch. Ja. Dann wollen wir mal gucken, ob wir den Shop reinkommen wenigstens vom Training. Gerne. Schauen wir doch mal. Gut, da kann man wenigstens mal noch vorbei. Wir vielleicht mal den Merch sehen. Vielleicht sehen, können wir mal den Zug sehen. Pleiten, Pleiten. Wie bitte? Pleiten, Pech und Panne. Pech und Panne lässt sich Geld verdienen. Schon war aber eigentlich der Moviepark. Ja, genau. Aber du Moment, das Wasser würde sogar... Wunderschön. Und Vivi wollte sich jetzt mal das neue Restaurant anschauen. Das ist nämlich hier auf der Seite. Kann man schon rein? Nee, das ist wie eine Taverne, aber wenn du reinkommst. Sieht aus wie die Taverne. Hört sich auch an wie die Taverne. Warte, bleib mal alle so stehen. So? Muss man hier bei. Muss man erposten. Ja, leider können wir euch das Restaurant auch nicht zeigen. Es hat auch einen technischen Defekt. Der Herd ist kaputt.
Essen ist kaputt. Die Essenslieferung kam nicht an. Ja. Hier ist der Spielplatz. Also hier sind immer noch die harten Leute, die warten. Man muss dazu sagen, es gibt zumindest schon mal gratis Wasser. Und wir schauen uns dann mal den Shop an und den neuen Merch, den es hier gibt. Der soll wohl sehr schön sein. Sieht schön aus. Excalibur-Marsch. Das ist falsch geliefert worden. Das hätte eigentlich an den Moviepark gehen müssen. Hier gibt's Slush. Aber das ist leer. Guck mal, das ist einfach ein Buch. Ja, das ist geheimfach. Oh, Spoiler doch nicht. Das hätte Kevin das Geheimnis. 20 Euro. Das ist schön. Das sieht noch schön aus, aber das ist umsonst, kein Preis drauf. Der steht hier oben drauf, 24. Ich finde das sehr schön gemacht, wie die Farbe draufsteht. Ja, wie war der Merch? Der war in Ordnung. Also, war schön gemacht. Ja, also kann man auf jeden Fall geile Auswahl. Also man hat wirklich viel Auswahl, das ist super. Also ich finde, da kommt bestimmt noch mehr hinzu. Das war jetzt nicht irgendwas, was ich gesehen habe, wo ich sagte, boah, das muss ich jetzt kaufen. Nee, es gab zwei T-Shirts, die waren mega cool, aber weißt du, wenn ich jemanden scheiße finde, würde ich mir das T-Shirt dazu auch nicht kaufen. Deswegen müsste man die erst fahren, um zu wissen, ob man sich ein T-Shirt kauft. Ja, wir werden uns jetzt vorne den Bereich anschauen, da sind wir heute Morgen ja nur vorbeigelaufen, weil wir dachten, Phoenix würde laufen, lass mal schnell hierher gehen. Und jetzt schauen wir uns den vorderen Bereich nochmal an. Wo stehen wir denn gerade, Vivi? Keine Ahnung, irgendwas mit so Zauberstäben ist das. Wie? Das gibt's ja innen auch. Also zumindest glauben wir das. Ja. Vielleicht erzählt uns der Carlos uns auch einfach Scheiße. Ich hab's so gehört. Also Party Salami 2. Vielleicht sind wir jetzt auch in so einem Laufhaus. Nein, das glaube ich nicht. Das wird jemand schon. Vielleicht eine Mischung aus einem Fanas und dem Zauberstab. Boah, das wäre geil. Setz dich mal. Sieht auf jeden Fall cool aus. Ich hält die ja wieder an. Als Phoenix und Merlins Quest zusammen. Das wird sein. Ne? Vielleicht sind hier auch die 12 Animatronics drin. Ja! Das war vorher irgendwo anders, den kenne ich damit auch. Hallo! 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 Ja, wo waren wir denn gerade in der Runde? Ja, man geht praktisch, also es ist ein Typ, der erzählt irgendwas, was falsch ist, man nicht versteht. Da funkelt er mit so einem Stab und dann korrigiert irgendwo Licht an. So, das ist voll uninteressant. Am Ende kommt so ein Shop. Für Kinder ganz nett. Wir werden jetzt mal eine Information fragen, ob Phoenix heute noch fährt und wie es generell aussieht. Wir werden uns bestimmt eh nichts sagen können, aber ein bisschen Terror machen. Kann man ja mal machen. Genau. So, bisher ist das Toverland sehr unkulant. Die machen bisher nichts daran. Die sagen, ja, es ist halt kaputt. Die haben das vorher beim Kauf nicht gesagt. Ich bin echt ein bisschen sauer im Moment. Wir sollen um 15 Uhr nochmal herkommen, weil wir müssen um 15 Uhr den Park verlassen. Und dann schauen wir mal, ob es dann eine Entschädigung dafür gibt. Bisher gibt es die nicht und es ist sehr, sehr schade, Toverland. Ja. Sie wird keine Zacke rausbrechen, wenn sie Freikarten verteilen. Was? Wir hatten einen freundlichen Mitarbeiter, willst du sagen? Ja, ich weiß, gerade vorab geht, wir hatten einen wirklich freundlichen Mitarbeiter.
Wir haben ihm erklärt, dass wir eigentlich um 3 Uhr fahren müssen, dass wir wegen Phoenix hier sind. Und das also wir haben ein bisschen Toleranz, wir müssen so 3:45 fahren, aber... Ja gut, man muss ja, ne? Man muss immer Toleranzzeit lassen. Wir haben jetzt hier so ein Bändchen bekommen. Mit diesem Bändchen müssen wir in die Front Row gehen und können an die Menge vorbeigehen. Und das heißt, wir haben Vorfahrt. Wir hoffen, dass wir es noch hinkriegen. Ja. Aber Bändchen schon mal am Start und dann gucken wir mal weiter. Und jetzt probieren wir mal das neue Restaurant aus, Ja. Was es da nächstes gibt. Ja. Wir wollten die Kamera klauen. Oh, wie damals! Scheiße. Ja, damals. Jetzt war das unsere. Die waren die Toiletten. Die waren voll cool thematisiert. Die waren super. Ne? Die waren noch gemütlich, man konnte sich gut hinsetzen. Ne? Ich stand nur, aber... Ja, in Klugheim die sind natürlich besser. Aber ja, das ist ja nicht Klugheim, ne? Aber das kann man ja auch... Das sind ja auch kluge Köpfe. Und hier sind es halt Toverland. Nee, das ist Machische Toilette. Machische Toilette. Und da ist Machische Strahle. Das, was beim Pinken hatte? Magische Strahle. Moritz hatte magische Strahle beim Pinkeln. Magische Strahle. Das ist ja magische Tour. So. Hammer. Wir gehen jetzt Phoenix gucken. Ja, nee, erstmal Film, nur um das Phoenix gucken. Film Phoenix gucken. Das ist halt, was er gesagt hat. Oh, fuck! Ich bin gar nicht draufgekommen. So, damit Leute wenigstens irgendeine Achterbahn fahren, fahren wir heute voll. Ja. Jetzt endlich mal. Wartebereich ist leer. Ich kann das so durchgehen. Hammer. Hammer. Und schönes Wetter. Wenn man alles heute fahren will, schafft man das. Also der Park ist echt nicht voll, ist halt nur bei Phoenix immer eine lange Warteschlange. Setzen wir uns vorne hin. Wir sind gerade Troy gefahren, das war so cool. Troy ist einfach nur so eine geile Holzachterbahn. So mit einer der besten Holzachterbahnen, die wir gefahren sind. Auf jeden Fall. Und jetzt fährt auf jeden Fall wieder, jetzt fährt endlich mal Phoenix. Und bevor die nachher wieder Ausfall hat, gehen wir da jetzt auf jeden Fall hin. Wir haben dieses Wollen Bändchen. Wir uns direkt da mit dem Bändchen abstellen? Ja. Kevin, ich habe keinen Bock zu riskieren, wenn die nachher wieder mal nicht fährt und wir dann hätten fahren können, dann gibt es auch mehr Theater. Die haben eine nette Gästeservice. Ah, total nett. Sind immer freundlich, die Mitarbeiter hier. Super freundlich hier. Naja, wir gehen da jetzt auf jeden Fall erstmal hin.
so vorne bin ich gefahren. Die lieben Gott. Ich fand das mega geil. Das war echt krass. Wir sehen wirklich aus auf dem Bild. Also ich finde die Bahn auch cool, die fährt super sanft. Die ist halt leider ein bisschen kurz. Und man kommt halt rein, man steigt rein. Also die Queue sieht super geil aus und du kommst rein. Und dann fährt die Bahn los. Und das ist einfach nur dunkler Stoff. Also ist nicht schön. Also halt wirklich, da fährt man rein, ist nur eine dunkle Halle, Stoff, da denkt man sich, ja, hätte ein bisschen mehr machen können. Ja, aber es war trotzdem eine coole Fahrt, hat Spaß gemacht und fahren jetzt nochmal. Genau, erste Reihe jetzt. So, auch noch eine zweite Fahrt geschafft, diesmal erste Reihe. Ja, ist eine gute Bahn, kann man machen. Wir müssen aber jetzt leider weg. Die Bahn ist halt nicht so gut gelaufen von Torvalands Seite, dass die Bahn nicht direkt am Anfang fuhr. Ist halt immer schade, wenn man so schnell baut und dann macht man nicht genug Fahrten, um alle Probleme auszumerzen, dann ist das halt immer scheiße. Ja genau. Gut, aber wenigstens sind wir noch zweimal gefahren und wir wollten fahren, das haben wir geschafft. Wir hätten eigentlich noch gerne mehr Aufnahmen gemacht, weil das Wetter auch einfach geil ist, aber es klappt. Ja, auf jeden Fall wollten wir noch ein paar mehr Aufnahmen machen, aber das hat leider zeitlich nicht geklappt. Du meinst schon, das Wetter ist schön heute? Ja, das Wetter ist schön, da hätte man schon eine Aufnahme machen können, aber Tel Aviv, was nicht ist, ist nicht. Genau. Das Torvaland ist auch nicht so weit von uns entfernt, aber ob wir uns jetzt in naher Zukunft nochmal besuchen, ich weiß es nicht. Ist ein netter Park, schaut vorbei. Für uns war es das heute. Wir müssen jetzt, wie gesagt, den Park verlassen, noch eine Runde arbeiten und wir sehen uns im nächsten Video hier auf. YouTuber! Bis dann, Herr Ohne Akkus, fast hier. Es blinkt schon, perfektes Timing. Tschüss! Falls ihr es seht, da oben stürzt die Bahn wieder. Da steht die Bahn schon wieder, Stillstand, nichts läuft, hängt es auf dem Lift fest. Oh, wie scheiße, da prallen Sonne da oben zu stehen. Nochmal ganz kurz, wir haben uns ja beschwert, wir haben ja gesagt, dass wir den Flugzeug abgenommen haben und die gesagt haben, nee, wenn ihr, also die Mutter, wenn ihr in der Baustellenführung kein Interesse habt, dann dürft ihr auch nicht zur Presse, also zur Presse, wir kriegen keine Freikarte, weil wir wollen uns nicht spoilern lassen und wir hätten auch keine Zeit gehabt, da hinzufahren, aber naja, es sind andere Themen. Auf jeden Fall bin ich eigentlich froh, dass wir jetzt nicht mehr keine Presseeinladung bekommen haben. Letztendlich hätte das eh nicht viel gebracht. Die konnten vielleicht vorne stehen, aber ob man da jetzt besser gesehen hat bei der Eröffnungsgelabere, keine Ahnung. Weil nämlich die meisten, die ich glaube auch eingeladen werden, werden gar nicht so rumhaten, oder? Also wir sagen ja, dass sie das voll kacke finden, dass sie eine Störung haben und dass sie einfach mega unkulant mit den Gästen umgehen, wenn man sich beschwert. Die werden allerdings sagen, naja, es hat eine Störung gehabt, da kann der Park ja nichts dafür. Aber sie ist ja trotzdem noch gefahren. Also wisst ihr, was ich meine? Das ist halt, wir können uns auskotzen ohne schlechtes Gewissen. Genau, aber ich glaube, wir werden auch noch hier eine E-Mail schreiben, dass das nicht so geil fanden wollte. Ja, Feedback ist immer gut, ob positiv oder negativ. Da kann man was anfangen mit.